Willkommen zu einem weiteren Video von mir, und zwar geht es heute um das Verhältnis zwischen Sydney Hoffmann und JP Performance. Sydney in einem Interview über das aktuelle Verhältnis. Also die Tonqualität von dem Video jetzt ist die reine Katastrophe. Gepresst, die PS-Profis. Die hatten großen Erfolg. Fernsehdeutschland hat dich und JP als Dream Team. Dann kam es zum Bruch. Siehst du JP als Konkurrenz? Ach, das ist mal eine harte Formulierung. Ich glaube, wir haben da den gleichen Nagel im Kopf irgendwie. Sonst wären wir nicht so ein Team gewesen. Und es ist einfach so im Leben, dass manchmal sich einfach Wege trennen. Und der eine möchte in den Westen, der andere in den Osten oder wie auch immer. Also man muss ja nicht mal gleicher Meinung sein. Und deswegen hat sich das auseinandergelebt. Wie in so einer Ehe. Ja? Ja, kenn ich. Die Geschichte liegt ja jetzt auch in der Vergangenheit. So ist es ja nicht. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt. Wie ist das Verhältnis zu dir und JP heute? Wie ist das Verhältnis heute? Nicht wirklich. Also jeder hat, glaube ich, seine, wie soll ich sagen, ich habe ja kaum Kontakt für meine Familie. Man muss sich das mal überlegen. Meine Mutter redet mir, glaube ich, jetzt schon 3 Tage hinterher, weil ich ein Auto, glaube ich, geben sollte. Siehst du? Habe ich auch vergessen. Ja. Weil sie eine Geburtstag feiert. Naja gut, egal, ich habe es vergessen. Man muss überlegen, man hat so viele Sachen um Ohren. Da bleiben soziale Kontakte, Freunde bleiben echt auf Strecke. Und dann konzentriert man sich einfach auf das Wesentliche. Und wenn ich Freizeit habe, dann versuche ich halt eben Zeit mit Leo zu verbringen oder mit meiner Familie zu verbringen. Und das ist einfach so Zeugnis des Erfolges. Also, würde ich mal in Anführungsstrichen machen. Wenn ihr euch anschreibt, selten, aber wenn es vorkommt, dann sag mal hallo, red mal kurz. Und dann, also, es ist keine Feindschaft. Also, ich würde es einfach sagen, jeder macht backt seinen Kuchen und verkauft seinen Kuchen. Also, was ist zum Video zu sagen? Das ganze Video geht hier 1 Minute 43. Von 1 Minute 43 redet er 1 Minute 30 um den heißen Brei herum. Und im Endeffekt, ja, was kann man hier raus schlussfolgern? Ich denke, das Verhältnis ist einfach nur schlecht. Wenn Sie sich sehen, sagen Sie mal hallo. Aus reinem Anstand, da Sie ja viele Jahre lang zusammengearbeitet haben und sich jetzt die Wege getrennt haben. Ich denke auf jeden Fall, wenn sie nicht auseinandergegangen wären, wären sie nicht so erfolgreich geworden. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber aus dem Video kann man hier definitiv schlussfolgern, dass das Verhältnis schlecht ist. Sie sehen sich auf jeden Fall nicht mehr und aufmessen, wie geht's ausgetauscht. Mehr aber auch nicht. Wir schauen mal hier noch in die Kommentare rein, was hier so steht. Er redet lange um den heißen Brei herum. Das Verhältnis ist nämlich scheiße. Ich finde Sydney so mega langweilig. Ich versuche sein Video mit ihm zu schauen und habe nach 1 bis 2 Minuten schon. Ich persönlich schaue mittlerweile Videos von beiden. Ich schaue nur Simon Motorsport. Bei ihm könnt ihr gerne vorbeischauen. Er ist zwar nicht so erfolgreich, schreibt aber seine eigenen Daten, wenn es um den Bereich Chiptuning geht. Hat auf jeden Fall Ahnung und die Videos sind auch meistens relativ interessant. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Einfach schön umschrieben, dass man nichts mehr miteinander zu tun hat. JP ist einfach unterhaltsam und das wollen die Leute heutzutage sehen. Deswegen ist sein Kanal auch so erfolgreich. Deshalb ist er aber kein besserer Tuner als andere. Das sehe ich auf jeden Fall genauso. Denn viele Leute möchten unbedingt ihr Auto bei JP getunt haben. Und was macht JP? Er schließt das OBD-Gerät an, ruft den Tuner an und der schreibt die Datensätze. Wer hat jetzt das Auto getuned? Das Ganze funktioniert einfach wie Subunternehmen, ist im Endeffekt auch ein Subunternehmen. An dieser Stelle kann ich auf jeden Fall Simon Motorsport empfehlen. Er schreibt das Ganze selber und macht seine Arbeit auch recht gut. Also das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und folgt mir auf Instagram. Peace.